Es ist ein langes Evangelium und noch dazu aus dem Johannesevangelium. Also es ist theologisch ziemlich schwer verdaulich. Das eine, was einem ins Auge sticht, ist diese Rede, ist diese Heilung dieses Blindgeborenen. Und das ist so ein Hinweis für uns, dass Jesus derjenige ist, der unsere Augen öffnen kann. Aber das ist nur die Oberfläche des Evangeliums, auch wenn es die Kernaussage ist. Ich möchte da auf eine Stelle genauer hinschauen. Das Evangelium ist aufgebaut so, dass es ein Zentrum hat, also diese Erzählung. Und ganz im Zentrum, erstaunlicherweise, steht nicht Jesus, steht nicht der Blindgeborene, sondern seine Eltern. Die Eltern, die vor den Pharisäern Rede und Antwort stehen müssen für das, was mit ihrem Sohn geschehen ist. Sie können nichts dafür, sie haben auch dazu nichts beigetragen, dass er geheilt wurde, und werden da befragt. Sie befinden sich in einer Situation, die ziemlich unangenehm ist. Und diese Eltern machen etwas, was wir Menschen auch gerne tun. Ich mache es, du hast es in deinem Leben auch zigmal schon gemacht. Man weicht aus. Man legt sich nicht fest, damit man nicht benachteiligt wird. Sie sagen, ja, wir wissen nicht, wie das war, fragt ihn selbst, der ist ja erwachsen. Im Grunde genommen stimmt es und das ist auch die richtige Antwort. Aber es geht auch darum, ob sie zu dem eigenen Sohn stehen oder nicht. Und sie lassen ihn im Stich. Ihm passiert nichts Böses, er ist ja erwachsen, er ist geheilt worden. Aber die Haltung dieser Eltern ist wirklich eine zentrale Frage für die Nachfolge. Weil die Antwort auf diese Frage bewirkt sehr vieles. Sie kann sehr viel Gutes bewirken und sehr viel Böses. Ich war diese Woche mit ein paar Leuten in Krakau und in der Umgebung. Und dabei besucht man auch immer Auschwitz. Und man sieht an diesem Ort auch, was so dieses sich für das Falsche entscheiden bewirken kann. Aber was auch, also Auschwitz wurde nur möglich, weil viele gesagt haben, ja, das sind nur unsere Befehle. Also da waren sehr viele aus Überzeugung dabei, die das geleitet haben, aber es ist nur möglich gewesen, weil viele gesagt haben, dass ja, wir machen das, weil es einfach so ist. Das sind unsere Befehle und das stellt man nicht in Frage. Andererseits ist auch sehr vieles möglich, wenn man sich für Jesus entscheidet. Die großen christlichen Werke, die vor allem aus Europa hinausgegangen sind, das ganze Engagement des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus, das ist aus dieser Entscheidung für Jesus entstanden. Welches Gewicht das hat, ob du zu ihm stehst oder dich nicht festlegen willst, wenn es darauf ankommt. Welche Auswirkungen das haben kann. Und Jesus lädt uns dazu ein, ihm zu vertrauen. So wie dieser Blindgeborene, der da irgendwann am Tor sitzt, und das eine, was er hört, da kommt einer, der ihm vielleicht eine Münze hineinwerfen kann, dann schreit er ihn an. Er kennt seinen Namen, Jesus. Vielleicht hat er gehört, dass er was auch Menschen heilt, aber ich glaube nicht, dass er davon fest überzeugt war. Aber aus seiner Not heraus wendet er sich zu ihm. Und das ist der erste Schritt, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Dass man mit dem Problem, mit dieser Frage zu Jesus geht, sich einfach hinpflanzt und ihm sagt, Jesus, da ist sowas, ich lege es in deine Hände. Die meisten von uns bekommen keine Antwort vom Himmel, ist einfach so, Gott ist da ein bisschen
anders, als wir es erwarten manchmal. Aber das ist der erste Schritt, weil er ist derjenige, der deine Augen öffnen kann, darauf, was diese Entscheidung mit sich bringt, wie diese Welt funktioniert. Und das ist die ganze Oberfläche dieses Evangeliums. Er ist derjenige, der uns sehend macht. Wie? Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das sieht man, wenn man auch die erste Lesung liest. Es ist ein bisschen zusammengestückelt aus dem Buch, 1. Buch Samuel, sonst wäre es echt lange heute, die Wortliturgie. Aber es geht in beiden Lesungen, also in der ersten Lesung und im Evangelium, um eine Sache, da geht es um Salbung. David wird zum König gesalbt. Das dauert zwar, bis er dann König wird, aber an diesem Tag ändert sich sein Leben. Und auch dieser blinde Mensch wird gesalbt. Zwar nicht so edel, mit einem schön wohlriechenden Öl, sondern mit Spucke und Dreck, aber das ändert sein Leben auch. Und das ist auch ein Bild dafür, dass jeder von uns eine Gotteserfahrung machen muss. Also du kannst es nicht erzwingen, das kommt, wie es kommt, aber Jesus lädt uns dazu ein, danach zu suchen und daraus zu leben, weil an diesem Punkt, wo du Gott in deinem Leben erfährst, da ändert sich wirklich alles. Und das sind keine so schöne romantische Märchen, dass wir jetzt viel beten und Jesus spüren die Gegenwart Gottes. Kann sein, dann bist du vielleicht wie der David, dass du Gott an so einem Moment im Gebet in Ruhe gespürt hast. Es kann aber ganz anders kommen, dass du in deiner Verzweiflung nicht mehr weißt und er dir seine helfende Hand reicht. Dann bist du vielleicht wie dieser blinde Mensch, der mit Dreck und Spucke beschmiert wird, dass er sehen kann. Und es ist unbedeutend, wo du Gott erfährst in deinem Leben. Suche ihn. Jage ihm nach. In deinem Leben, da wo du bist. Weil aus dieser Erfahrung heraus, aus der Erfahrung, dass Gott wirklich ist, dass es ihn wirklich gibt, in deinem Leben, im Leben eines jeden Menschen, daraus kann etwas entstehen. Eine Entschiedenheit in der Nachfolge, Mut und viel Kraft dafür, dass man die Entscheidungen auch dann im Alltag tragen kann. Das ist das, was den Eltern dieses Blindgeborenen gefehlt hat. Sie sind in die Synagoge gegangen, aber haben wahrscheinlich auch die Gesetze befolgt, aber das war's. Und ihr Sohn erfährt Jesus, seine Nähe. Und bei ihm sieht man eine ganz andere Haltung. Für ihn ist es selbstverständlich, dass Jesus ihn geheilt hat. Er muss nicht lange überlegen. Er wird 3 oder 4 Mal gefragt von verschiedenen Leuten, was ihm zugestoßen ist. Und er schildert es einfach. Ohne lange zu überlegen, sagt er, was Sache ist. Da ist einer gekommen, er hat mich mit diesem Teig bestrichen und ich kann sehen. Ich weiß nicht, wer er ist, wie er das gemacht hat. Ich weiß, er hat das gemacht. Und das ist entscheidend, diesen Jesus zu sehen. Diesen Jesus, der in dein Leben hineintritt, der dein Leben verändert und dich dazu einlädt, nicht wie diese Eltern zu sein, die in diesem Evangelium dargestellt werden, sondern wie ihr Kind. So gesehen kann man auch von den Kindern, die in unserer Mitte sind, auch einiges lernen. Kinder entscheiden sich sehr spontan und unkompliziert für Sachen. Ich will das machen und ich mach's. Es ist nicht immer gut, aber diese Entschiedenheit ist etwas, was man mit dem Erwachsenwerden sehr oft verliert. Und
ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass die heutige Zeit Christen braucht, die sich entscheiden können, die zu ihrem Herrn stehen und wie am Ende dieses Evangeliums eines machen, wie dieser Blinde. Er sieht Jesus und wirft sich vor ihm nieder, weil er an ihm das Wirken Gottes erfährt. Das ist die Danksagung, die wir in dieser Feier auch darbringen, wo wir Gott Danke sagen für unser Leben, für all das, was er uns gegeben hat.